Sie entführten dieses Mädchen aus ihrem Elternhaus. Das sagen Sie. Ja, das sage ich. Ja, Sie sagen das. Ja, genau das sage ich. Ich sage Ihnen, dass der Herr, der allmächtige Gott, sie uns übergeben hat. Und ich frage Sie, wie, denn ich glaube Ihnen nicht und will wissen, wie. Das ist Brian Mitchell, ein 49-jähriger Mormone, der für die Entführung der 14-jährigen Elizabeth Smart verantwortlich ist. Nach 9 Monaten kam heraus, wie Brian und seine Frau Wanda Berry, geprägt durch ihr mormonisches Glaubensbild, sie zu abscheulichen Dingen zwangen. In diesem Video führe ich euch durch Brians Verhör. Doch Vorsicht, es geht um eine Entführung und die sexuellen Übergriffe auf das 14-jährige Mädchen. Wer sowas also nicht hören kann, bitte dieses Video auslassen. Mitchell war das 3. von 6 Kindern in einer mormonischen Familie. Er wuchs in Salt Lake City auf. Durch seine Eltern wurden ihm seine Werte und Prinzipien nicht vorgelegt, sondern die Kinder dazu gezwungen. Als sein Vater ihm etwas über Sex beibringen wollte, zeigte er ihm besondere Fotos aus einer medizinischen Fachzeitschrift. Es waren genau diese extremen Ansichten, die die Zukunft zum Schlechten prägten. Mit 16 hatte Mitchell schon die Jugendstrafanstalt von innen gesehen. Das prägte nicht nur seine Kindheit, sondern auch seine beiden Ehen. Und somit auch das Leben seiner eigenen 4 Kinder, die keinen Kontakt zu ihm haben wollten. Ganz besonders, als eines von ihnen ihren Vater des sexuellen Missbrauchs beschuldigte. Nach der 2. Ehe und dem 4. Kind folgte dann Ehe Nummer 3 mit Wanda Berry, die ihn in seinem wahnhaften Glauben bestärkte. Sie kam auch aus einem zerrütteten Elternhaus und hatte bereits Kinder, die ebenfalls keinen Kontakt mit ihr wollten. Daher war die Bindung zwischen ihnen beiden von Anfang an sehr stark. Gemeinsam radikalisierten sich beide schnell in ihrem Glauben, sodass sie ihrer Kirche den Rücken kehrten. Er behauptete, jetzt ein Prophet zu sein mit göttlichen Visionen. Seinen Namen änderte er zu Emmanuel. Er ließ sich einen langen Bart wachsen und kleidete sich fortan nur noch in weiße Gewänder. Er wollte so sein Aussehen dem von Jesus Christus angleichen. Das Verbrechen geschah in einer guten Nachbarschaft in Federal Heights in Salt Lake City. Sein Ziel war die Familie Edward mit 6 Kindern. In den frühen Morgenstunden des Juni 2002 brach Mitchell in ihr Haus ein und entführte die 14-jährige Tochter der Edwards, Elizabeth Smart, über deren zarte Seele nach der Entführung die Hölle einbrach. Der 49-Jährige heiratete sie, vergewaltigte sie und zwang sie dazu zu schweigen, während sie pseudoreligiöse Prozeduren durchführten. Er verabreichte ihr Drogen und Alkohol, um ihren Widerstand zu brechen. Es gelang ihm sogar, sie unbemerkt in öffentliche Veranstaltungen zu schmuggeln, bei denen sie jedoch aufgrund ihres Schleiers nicht entdeckt wurden. Ihre Monate des Terrors endeten, als ihre kleine Schwester Mary Kay die Stimme des Kidnappers erkannte. Es war nämlich die Stimme des Mannes, den die Familie für einen Tag angeheuert hatte, um das Laub von ihrem Dach zu entfernen. Der Mann namens Emmanuel Mitchell wurde mit 2 Frauen in Sandy, Utah gesehen. Eine der Frauen wurde sofort von dem Beamten als Elizabeth Smart erkannt. Mitchell und Berry wurden daraufhin sofort festgenommen. Mitchell wurde in diesen Verhörraum gebracht, um viele Fragen zu beantworten. Leider existiert im Internet nirgendwo eine bessere Videoqualität dieses Verhörs. Die Aufnahmen sind sehr unscharf, aber der Ton war für mich gut zu erkennen, was mir eine sehr gute Übersetzung ermöglicht hat. Jetzt schauen wir uns an, was dem hübschen Mädchen widerfahren ist. Nochmals geht vorher eine Triggerwarnung raus. Los geht's. Nun, es ist kein Geheimnis, dass wir 9 Monate nach Elizabeth Smart gesucht haben. Und sie war bei Ihnen. Und wir würden gerne erfahren, wie das alles zustande gekommen ist. Um ganz offen zu sein, für uns ist das keine Kleinigkeit. Es ist ein Verbrechen, was uns wirklich Sorgen macht. Und wir glauben, dass Sie dieses Verbrechen begangen haben. Aber wir müssen Sie zunächst über Ihre Rechte belehren, bevor wir reden können, okay? Haben Sie diese Rechte verstanden? Wenn nicht, erkläre ich sie Ihnen noch einmal. Also, Sie haben die Rechte verstanden und wollen uns trotzdem Fragen beantworten. Sie bevorzugen es, Emmanuel genannt zu werden? Ja. Okay, Emmanuel, können Sie uns erklären, wie Sie auf Elizabeth Smart gekommen sind? Haben Sie das Buch von Emmanuel David Jesaja gelesen? Haben wir nicht. Was ist das? Es ist bei meinen Sachen. Es ist bei Ihrer Habe? So ist es. Okay, das Buch von wem? Emmanuel David Jesaja. Okay, alles klar. Erzählen Sie uns davon. In dem Buch steht, wer ich bin und wofür ich stehe. Erzählen Sie weiter.
der allmächtige Gott, durch Gott, durch sie? Er sprach zu mir. Und was steht in dem Buch, was sie dazu brachte, Elisabeth Smart auszuwählen? Lesen Sie es. Nun, das werde ich, aber warum sie, wie kam es, dass sie in ihre Gewalt kam? Mit der Kraft Gottes des Allmächtigen. Und wie führte Gott sie zu ihnen? Seine Kraft wirkte auf Elisabeths Herz, sodass sie wusste, dass es der Wille Gottes war. Also haben sie sie bekehrt. Ich habe sie zu nichts bekehrt. Alleine die Macht Gottes und der Heilige Geist hat sie bekehrt. Der Heilige Geist war es? Ja, und die Kraft Gottes des Allmächtigen. Und warum bekehrte er sie, bei ihnen zu sein? Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie es verstehen. Dem Buch und der Aussage von Elisabeth zufolge erklärte Mitchell, er sei ein Engel. Und er erklärte weiter, dass er ein Zitat davidianischer König sei, der in 7 Jahren von einem wütenden Mob gesteinigt würde. Und dann, nachdem er 3 Tage tot auf der Straße liegen würde, wieder auferstehen würde, um dann persönlich den Antichristen zu töten. Außerdem erklärte er, dass Elisabeth nur die erste von zahlreichen jungfräulichen Bräuten sei, die er entführen wollte, damit sie ihn in die Schlacht begleiten würden. Religion hin oder her, diese Aussage unterstreicht seine Entführungsabsicht. Und diese wird vor keinem amerikanischen Gericht zu verteidigen sein. Die Officer werden ihn nun mit dem wahren Leben konfrontieren und sehen, inwieweit er es unterscheiden kann. Also, Sie leben in einer, wie wir es nennen, säkularen Welt, richtig? Ja. Und damals trugen Sie den Namen Brian David Mitchell, oder nicht? Wenn Sie mich fragen, wer ich war, wer ich bin, das ist so, als würden Sie mich fragen, ob ich jemand anderes bin, als ich war. Sie stellen mich so in eine Ecke, in der ich nicht stehe. Ich habe nun alles Weltliche hinter mir gelassen. Ich bin nun ein Geschöpf Gottes in Christus. Und es ist alleine seine Aufgabe, mir solche Fragen zu stellen und sie zu beantworten. Weil es nur ihn etwas angeht. Und uns geht es auch etwas an, also sagen Sie es uns. Ich verstehe, dass Sie das fragen müssen. So arbeiten Sie in Ihrer Welt eben. Aber wenn Sie den Erlöser der Welt fragen, wer er ist, würde er sagen, ich bin der Sohn von Josef und Maria, geboren in Nazareth. Aber das hat er nie sagen müssen. Es gibt keine Aufzeichnungen, dass er das jemals sagen musste. Würde er sagen, mein Vater hat mich gesendet? Ich komme, um den Willen meines Vaters zu verbreiten? Aber Sie sind nicht Jesus Christus. Ich bin nicht Jesus Christus, aber ich... Sie sind ein Prophet? Ich bin sein Diener. Sie sind sein Diener. Ich bin Gottes Diener und er rief mich. Er rief mich aus dieser Welt. Und so bin ich kein Teil der Welt mehr. Ich habe also kein Interesse an Ihren Fragen oder Antworten, die nach etwas anderem suchen, als dem, was ich jetzt bin. Okay, kommen wir nun zu Elisabeth. Wie nennen Sie sie? Ihr Name ist Sharir. Sharir Yeshub. Wie buchstabieren Sie das? S-H-E-R-E-A-R. S-H-E-R-E-A-R. Yeshub. Buchstabieren. J-A-S-H-U-B. S-H-U-B. Sharir Yeshub. Wie alt ist sie? Sie, also diese Frage wieder, ist sehr relevant. Wie alt ist sie? Sie ist 18. Warum sollten wir glauben, dass sie 18 ist? Weil der Herr gesagt hat, dass sie es ist. Gott der Allmächtige hat ihnen gesagt, dass sie 18 ist. Das war eine Ja- oder Nein-Frage. Ja. Okay, heirateten Sie? Er sagte, sie ist 18. 18. Brian, nein, das bin ich nicht. Emanuel, zuhören. Haben Sie sie geheiratet? Ich habe sie nicht geheiratet, aber sie ist trotzdem meine Frau. Sie ist trotzdem Ihre Frau? Also hatten Sie eine sexuelle Beziehung zu ihr? Das sind sehr private und persönliche Fragen. Es ist eine sehr wichtige Frage. Hatten Sie Sex mit ihr, ja oder nein?
Sie meinten, also Sie sagten, ich dürfte einen Anwalt dabei haben. Und wissen Sie, ich bin selbst mein Anwalt. Sie sind Ihr eigener Anwalt? Im Moment bin ich das. Okay. Im Moment bin ich das, ja. Ich verteidige mich hier selbst. Ja, aber Sie... Das kann ja gegen mich verwendet werden, oder nicht? Das kann es. Okay. So Leute, für den Kontext. Sharia Yashub ist ein Name eines von Isaaks Söhnen in der Bibel. Seine Komplizin wurde von ihm Hefschiba genannt. Das ist der biblische Name der Frau von König Hesekiah. Und obwohl er sagte, er sei nicht Gott, benannte er sich selbst um in Emmanuel, was laut des Matthäus-Evangelium auf Jesus Christus verweist. Dann meinte er noch, dass er sein eigener Anwalt wäre. Das kann entweder bedeuten, dass er psychisch so stark gestört ist, dass er wirklich denkt, er sei sein eigener Anwalt, oder dass er seine Rechte nicht verstanden hat. So oder so wird sein Verteidiger eine Menge Arbeit bei ihm haben. Ach ja, und Elisabeth war 14, als sie entführt wurde, und nicht 18. Gott selbst brachte sie uns. Und wie brachte Gott sie ihnen? War das draußen auf der Straße oder in einem Unterschlupf? Hat sich der Herrgott mitten in der Nacht in ihr Schlafzimmer geschlichen, um sie aus ihrem Zimmer zu entführen und ihnen zu übergeben? Irgendwie, das ist... Ich verstehe, wissen Sie, Sie versuchen... Aber für uns beide ergibt das keinen Sinn. Also ich hoffe, Sie können uns es so erklären, dass wir es verstehen. Sie wollen Antworten hören, die Sie gegen mich verwenden können, oder nicht? Nicht nur, nein. Sie müssen verstehen, Sie sagen, Sie wollen die Wahrheit hören. Ja, das wollen wir. Aber die Wahrheit wird Sie befreien. Sie wird alle Menschen befreien. Moment, ich möchte... Und als Jesus Christus gefragt wurde, gefielen Ihnen damals die Antworten auch nicht. Entschuldigung, Sie waren doch einst Mormone und halten Joseph Smith für einen wahren Propheten Gottes. Joseph Smith ist ein wahrer Prophet Gottes. Er schrieb doch die 13 Bücher des Glaubens, oder? Ja, das tat er. Und was sagt das 13. Buch des Glaubens? Sagt es nicht, dass wir den Gesetzen des Landes unterworfen sind? Schrieb er es oder nicht? Ja, das schrieb er. Also alles, was wir jetzt wollen, ist zu wissen, ob Sie die Regeln Ihres eigenen Glaubens einhalten. Glauben Sie an die Gesetze dieses Landes? Was wurde Jesus vorgeworfen? Wir reden hier nicht über Jesus, wir reden über Sie. Ich bin den gerechten Gesetzen dieses Landes absolut treu geblieben. Amen, das bin ich. Okay. Denn alle gerechten Gesetze kommen von Gott. Aber nicht alle Gesetze sind gerecht und nicht alle kommen von Gott. Und die Verfassung der Vereinigten Staaten basiert oft auf ungerechten Prinzipien. Und wenn Sie das Buch von Emmanuel David Isaiah lesen, werden Sie verstehen, dass diese Nation zu den korruptesten und bösartigsten Nationen der Welt geworden ist, weil den Falschen Licht und Freiheit und Wissen gegeben wurde und sie dann die gerechten Wege des Herrn verdreht haben und sie erfüllt haben mit Bosheit und Götzendiensten und die, die die Wahrheit kennen, verteufelt werden. Es gibt allerdings eine göttliche Wahrheit und natürlich auch eine teuflische. Und wenn Sie über die teuflische Wahrheit verfügen, können Sie den Anschein von Rechtschaffenheit erwecken. Und das ist, was dieses Land gemacht hat, weil es einst großen Segen, Licht, Wahrheit und Wissen hatte. Sogar von Gott persönlich. Wissen Sie, eine göttliche Verfassung. Und es kamen Christen aus religiösen Gründen hierher und... Stopp. Kommen wir zurück auf Elisabeth Smart. Ja, denn Ihr Gerede ist gerade eine politische Debatte. Nein, nicht politisch. Das ist keine politische Sache. Moment, halt, jetzt fangen Sie wieder an. Das ist keine Politik. Bisher habe ich keinen Schimmer, wovon Sie überhaupt reden. Puh, Leute. Gut, dass der Ermittler es mal sagt. Ich dachte schon, ich wäre einfach zu heidnisch veranlagt, um dieses Gelaber zu verstehen. Aber anscheinend geht's dem Polizisten genauso. Der redet aber auch einen Stuss, ey. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich diese anhören musste, um sie zu übersetzen. Naja, weiter. Vielleicht ist es, weil ich außerhalb von Utah groß geworden bin und mit diesem religiösen Kram nicht so vertraut bin. Nein, ist es nicht, mein Lieber. Aber Sie müssen das hier jetzt mal auf ein Niveau bringen, welches ich auch verstehen kann. Denn was Sie reden, ergibt für mich null Sinn. Und ich weiß nicht, wie das mit der Tatsache zusammenhängt, dass Elisabeth aus ihrem Zuhause verschleppt wurde. Und ich will noch klarstellen, dass Elisabeths Familie die letzten 9 Monate durch die Hölle gegangen ist. Das verstehe ich. Das verstehen Sie. Das verstehe ich gut. Die ganze Familie wurde auseinandergerissen. Ja, das verstehe ich. Und das seit dem Tag, an dem sie entführt wurde. Sowohl ich als auch noch 100 andere Beamte haben unzählige Stunden damit verbracht, dieses Mädchen zu finden. Und natürlich auch ihre Familie. Überlegen Sie mal, sie werden mitten in der Nacht wach und ihr Kind ist weg. Und sie hatten keine Ahnung, wo sie sein könnte. Sie dachten, sie sei tot. Wir haben erwartet, eine Leiche zu finden.
Und also ihre einzige Erklärung bisher ist, dass Gott sie ihnen brachte. Und das stimmt keineswegs mit unseren Fakten überein. Wie war es denn, also als damals die Kinder Israels ins gelobte Land gebracht wurden? Jetzt lassen Sie doch mal diesen Bibelschatz aus dem Spiel und bleiben Sie bei der Sache hier. Ich kann es Ihnen nur so erklären, tut mir leid. Ich muss Sie aber darauf hinweisen, dass Ihre Erklärungsversuche für uns absolut keinen Sinn ergeben. Okay, dann anders. Sie haben mir gerade erzählt, wie sehr Ihre Familie gelitten hat, richtig? Mhm. Aber immer wenn Gottes Kinder böse wurden, mussten sie viel ertragen. In der gesamten Geschichte der Menschheit, bei der Heiligen Schrift, dann mussten sie in Gefangenschaft genommen werden. Sie mussten entrissen werden. Diesen ungehorsamen Kindern des Herrn ist viel passiert. So, bitte landen Sie mal wieder auf dieser Welt. Sie fangen schon wieder mit der Bibel an. Okay, ich setze zur Landung an. Als die Kinder von Israel ins gelobte Land kamen, zerstörten sie viele andere Leute. Und in den meisten Fällen nahmen sie die Töchter gefangen. Sie töteten damals all ihre Männer, Frauen und Kinder, außer die Töchter, die noch Jungfrauen waren. Sie zerstörten alle Männer und alle Frauen, außer die, die noch Jungfrauen waren. Das machten die Kinder Israels, als sie ins gelobte Land kamen. Gott befahl ihnen, ganze Städte zu zerstören. Also, wo befindet sich denn ihr gelobtes Land? Nun ja, die ganze Welt ist ein gelobtes Land. Und für sie persönlich? Wenn Gott auf sie kommt in seinem Glanz und seiner Kraft, dann wird er alles Böse vernichten und befreit die Armen und Kranken. Die demütigen Jünger Christi werden sich erheben und die Erde wird beben. Dies entspricht dem Evangelium, der Heiligen Schrift und den Lehren Jesu. Alles klar, und Sie erzählen uns das, weil Sie ein Prophet Gottes sind. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Prophet Gottes bin. Doch, ich glaube, das taten Sie. Ich sagte, ich bin ein Diener des Herrn. Das sagten Sie nicht. Nein, Gott sagte... Nein, Gott sagte... Sie fallen mir bitte nicht ins Wort. Isaiah sagte... Emmanuel, relax. Sie sagten, weil sie ein Diener des Herrn seien, hätte er ihnen eine Jungfrau als Braut gegeben. Ist es das, was sie sagten? Das ist eine Ja- oder Nein-Frage, Emmanuel. Das habe ich nicht gesagt. Sie drehen es sich so. Sie sprachen doch darüber, wie ihre Familie gelitten hat. Und dass sie es nicht verstehen könnten. Man könnte nicht verstehen, warum ihre Familie so gelitten habe. Und ich sage Ihnen, dass die Kinder des Herrn viel Leid erdulden mussten. Können wir also festhalten, dass sie ein Diener des Herrn sind? Und darum schuldete Gott ihnen eine Jungfrau als Ehefrau. Nein, das nicht, das sagen Sie jetzt. Ich frage Sie, ob es so ist. Er fragte mich doch eben, warum ihre Familie leiden musste. Die Ermittler konfrontieren ihn jetzt damit, was seine eigene Religion ihm vorgibt. Nämlich die Gesetze des Landes zu befolgen. Doch er sagt, dass nicht alle Gesetze des Landes gerecht seien. Hier geht es im Speziellen um Entführung und sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Und diese Dinge fallen ganz sicher unter die Gesetze des Landes. Sein Verhalten hat viel mit seinem krankhaften Narzissmus und seiner dissozialen Art zu tun, die ihn dazu bringt, seine Taten als gerecht anzusehen. Und er verweist immer wieder auf Gott. Doch Gott brachte sie nicht zu ihm. Er brach nachts in ihr Haus ein und entführte sie aus ihrem Zimmer. Das Zimmer, was sich Elisabeth mit ihrer Schwester Mary Kate teilte. Mary wurde zwar wach in der Nacht, stellte sich aber reflexartig schlafend. Sie hörte die Stimme des Täters und beschrieb ihre Beobachtung der Polizei. Hätte sie sofort Alarm geschlagen, dann hätte dieser selbsternannte Diener Gottes sie wohl auch entführt. Ganz kurz noch was in eigener Sache. Falls euch das Video gefällt, dann klickt mir doch eben Daumen hoch. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann freue ich mich sehr über ein Abo. Der Fall ist noch lange nicht zu Ende, aber ihr habt doch bestimmt schon eine Meinung dazu. Schreibt sie mir doch in die Kommentare, ich bin tierisch gespannt darauf. So, entschuldigt bitte mein langes Gelaber. Jetzt geht's weiter mit unserem jungfrauenliebenden, selbsternannten Propheten des Herrn. So, kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben mit diesem Mädchen gesprochen und sie sagte wirklich schreckliche Dinge über sie. Also werde ich Ihnen nun einige direkte Fragen stellen und ich will darauf keine theologisch ausschweifenden Antworten, klar? Okay. Also, holten Sie dieses Mädchen mit vorgehaltenem Messer aus Ihrem Haus? Ja oder nein? Ich werde diese Frage nicht beantworten. Und warum nicht? Ich würde gerne wissen, warum Sie nicht antworten. Warum antworten Sie nicht auf diese Frage? Lassen Sie mich Ihnen was erklären, okay? Sie sind ja nun schon länger Polizei bekannt. Okay, wir haben Sie jetzt ganz genau untersucht.
Sie wurden bereits in den 70er Jahren wegen Alkohol- und Drogenmissbrauch verhaftet. Und sie wurden letzten Monat wegen Einbruchs in San Diego verhaftet. Und dort haben sie einen falschen Namen angegeben. Heute Nachmittag wurden sie von der San Diego-Polizei festgenommen mit Wanda und Elisabeth. Und sie haben wieder einen falschen Namen angegeben. Und das offensichtlich, um der Polizei zu entgehen. Sie sind also viel krimineller, wie Sie uns hier sagen, okay? Sie waren doch schon öfter bei der Polizei. Ich sage Ihnen nur, was ich bin. Und ich sage Ihnen, was Sie hier tun. Ich denke, Sie versuchen, auf unzurechenbar zu machen, um sich so zu retten. Das versuche ich nicht, absolut nicht. Also sind Sie wirklich verrückt? Ich sage Ihnen nur, wer ich bin. Ich bin Emmanuel David Isaiah, der Diener des Herrn. Sie sind Brian David Mitchell. Nein, ich bin Emmanuel David Isaiah, Diener des Herrn. Wissen Sie was? Auch wir sind Diener des Herrn, nur in einem anderen Sinne. So, und jetzt gut zuhören. Sie wissen, warum Sie verhaftet wurden? Sie sind wegen schwerer Entführung verhaftet, weil das Mädchen uns erzählt hat, dass sie mit vorgehaltenem Messer gegen ihren Willen aus ihrem Haus geholt haben. Und sie wurden wegen schweren sexuellen Missbrauch von Minderjährigen verhaftet. Auf diese beiden Vergehen steht eine lebenslange Haftstrafe. Dafür können Sie den Rest Ihres Lebens ins Gefängnis gehen, David Isaiah Emmanuel. Und das ist sogar sehr wahrscheinlich. Dies ist also jetzt Ihre Gelegenheit, uns zu erzählen, was passiert ist und warum Sie das getan haben. Aber stattdessen weichen Sie immer auf andere Themen aus, die nichts mit der Sache und unseren Fragen zu tun haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen werden. Vielleicht ist das ja für Sie als Diener des Herrn nicht so wichtig. Aber ich sage Ihnen, Sie werden Wanda nie wiedersehen. Sie werden Elisabeth nie wiedersehen. Sie werden bis zu Ihrem Lebensende eingesperrt bleiben. Sie reden Ich rede von Ihrer Zukunft, Isaiah. Es geht um Ihre Zukunft hier. Würden Sie bitte endlich verstehen, dass Gott die Macht besitzt, mich zu befreien? Würden Sie bitte verstehen, dass Ihr Versuch, auf unzurechenfähig zu machen, keine Verteidigung ist? Es spielt keine Rolle für mich, was Sie sagen und ob Sie denken, wie schlecht es für mich aussieht. Sind wir Feinde für Sie? Der Herr sagte zu Petrus, weiche von mir, Satan. Sie reden schon wieder von der Bibel. Und ich habe in der Grundschule nur so getan, als würde ich sie lesen. Ich habe eigentlich Comicbücher gelesen. Sie sagten doch, sie dienen ebenfalls dem Herrn. Ja, genau. Und ich kann es Ihnen nur in den Worten des Herrn erklären. Er sagte zu Petrus, weiche, Satan. Und trotz Satan, war Petrus in diesem Moment sein Feind? Nein, denn wir sind alle der Täuschung ausgesetzt. Wir alle neigen dazu, dem Falschen zu folgen. Und wir folgen nicht dem Wahren. Mann, sie drehen sich im Kreis. Sie reden schon wieder von dem biblischen Kram. Und das macht keinem hier im Raum Sinn im 21. Jahrhundert. Emmanuel, keinerlei Sinn. Ich weiß, dass es so ist. Darum wird auch große Zerstörung für die Welt prophezeit. Okay, er sagte also, er wolle sich nicht mit einer vorgetäuschten Unzurechenfähigkeit verteidigen. Weiß aber doch ganz genau, was das ist. Nun wird der Ermittler versuchen, ihn mit seinen eigenen Waffen zu stellen. Okay, mein Name ist Gordon. Ich bin Christ. Ich bin Lutheraner. Ich habe die Bibel studiert. Ich kenne die Propheten Gottes. Ich kenne alle großen Prophezeiungen. Elisa, Elia. Mir ist kein Prophet bekannt, der gelogen hat, um seine Identität zu verbergen. Aber Abraham, ich werde darauf gar nicht eingehen. Mir ist kein Prophet bekannt, der ein Mädchen mit vorgehaltenem Messer aus ihrem eigenen Haus geholt hätte und sie zwang, ihn zu heiraten und dann mit ihr hatte. Aber ich sagte... Ich weiß, was sie sagten. War Joshua ein Prophet? Ja, war er. Na bitte. Und warum zogen die Kinder Israels unter Gottes Kommando dann ins gelobte Land und zerstörten so viele Städte und nahmen die Töchter der Feinde mit? Also, wenn ich mich richtig ans Alte Testament erinnere, befahl der Herr ihnen, alle zu vernichten. Sie sollten nur noch das Vieh übrig lassen. Nein, das ist nicht wahr. In einigen Fällen verschonten sie die jungfräulichen Töchter. Wo soll das stehen? Der Herr befahl ihnen, nach Kanaan zu gehen und alle auszulöschen. Doch es gab Fälle, in denen die Töchter und manchmal auch Tiere mitgenommen wurden. Wissen Sie was? Sie sagten, Sie kennen das Alte Testament. Also wo darin steht es? Sie werden es finden. Es ist darin. Also wissen Sie es nicht? Haben Sie die Bibel wohl doch nicht so gut studiert, wie Sie sagen? Vielleicht ist das also alles Schwachsinn, hä? Nein, aber... Vielleicht ist das also alles nur der Versuch von David Mitchell, eine Jungfrau zu bekommen. Wissen Sie was? Keiner von denen, die Christus als Apostel berief, lernte die Schrift. Sie waren Tischler, sie waren jedenfalls keine Kidnapper und haben keine Kinder ver...
überwältigt. Keiner von ihnen wurde geschickt, ein Mädchen gegen ihren Willen aus ihrem Haus zu holen. Keiner von ihnen drohte einem 9-jährigen Mädchen, es zu töten, wenn es Lärm macht, oder? In diesem Abschnitt haben wir gesehen, wie der Ermittler ihm mit Beispielen aus dem Alten Testament versucht klarzumachen, dass es einfach seine eigene fehlerhafte Interpretation der Bibel war, die ihn solch abscheuliche Taten begehen ließ. Also wissen Sie, weder ich noch er hassen Sie. Aber wir werden den Richter bitten, die Kaution zu streichen. Und Sie müssen verstehen, dass Ihr Leben, wie Sie es kennen, ab jetzt vorbei ist. Das sehe ich anders. Und ich sehe, dass Sie das Gefängnis nicht mehr verlassen werden, bis Sie sterben. Ihre Zukunft hängt jetzt von diesem Verhör hier ab. Erinnern Sie sich daran, dass Petrus im Gefängnis saß und ein Engel zu ihm kam und die Wärter die Türen öffneten? Ich sah ja, kein Engel wird Sie hier aus diesem Raum holen, klar? Niemand wird zu Ihnen kommen. Woher wollen Sie wissen, was Gott für mich tun wird? War Elisabeth das erste Kind, mit dem Sie hatten? Gott, der Allwissende. Ob Elisabeth das erste Kind war, mit dem Sie jemals hatten? Hören Sie, Isaiah. Wir haben recherchiert und mit Ihrer Ex-Frau Debbie gesprochen. Sie sagte, Sie hätten schon früher sexuelle Beziehungen zu Kindern gehabt. Sie lügt. Sind Sie sicher, dass sie lügt? Ja, das bin ich. Warum sollte sie lügen? Was hat sie davon? Warum sollte sie? Weil sie sehr gestört ist. So etwas ist niemals passiert. Sind Sie sicher? Absolut sicher. Sie sagte auch, dass Sie nicht ganz normal seien. Sie sagte, bei Ihnen im Kopf liefe etwas falsch. Und genau das sagte man über Jesus auch, dass bei ihm was falsch läuft. Aber Sie sind nicht Jesus. Nein, aber ich bin sein Diener. Und all seinen Dienern von Anbeginn der Zeit sagte man so etwas nach. Also, was wir jetzt wissen wollen. Sie wurden alle beschuldigt, verrückt zu sein. Alle von ihnen. Das haben wir nicht gesagt. Nein, Sie nicht, doch Sie sagte es. Genau, Sie sagte es. Exakt, und ich wollte Ihnen nur sagen, dass sowas meistens behauptet wurde. Das ist überhaupt nicht unser Anliegen. Denn wir wollen nur rausfinden, was mit Elisabeth passiert ist. Wo sie die letzten 9 Monate mit ihr waren. Und wie oft sie es mit ihr hatten. Und ob das das erste Kind war, mit dem sie jemals hatten. Und wie es ablief in der Nacht, als sie entführten. Das wollen wir erfahren. Wir möchten Elisabeths Familie eine Erklärung geben können, wie sie in den letzten 9 Monaten ergangen ist, als sie ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Brüdern und Schwestern entrissen war. Was alleine schon unvorstellbar grausam ist. Und zu allem Überfluss haben sie sogar einige Monate gedacht, dass sie nicht mehr am Leben sei. Wir wollen einfach imstande sein, ihnen eine Erklärung zu geben. Ich meine, Sie müssten doch auch mit dieser Familie mitfühlen. Und wie kamen Sie auf sie und so weiter? Sie sind sprichwörtlich durch die Hölle gegangen. Ich war unzählige Male bei Ihnen zu Hause und sprach mit Ihnen. Ich habe großes Mitgefühl für Sie. Denn Sie sind die Eltern meiner Frau. Das ist doch Pferdescheiße. Sie entführten Sie mit vorgehaltenem Messer aus Ihrem Haus und leugnen es noch immer. Das sagen Sie. Ja, das sage ich. Ja, das sagen Sie. Und ich sage Ihnen, Gott der Allmächtige hat sie zu uns gebracht. Und ich frage Sie, wie? Denn ich glaube Ihnen nicht. Ich denke, Sie lügen sich hier den Arsch ab. Mann, wenn Sie... Ich habe bei nichts, was ich Ihnen sagte, gelogen. Dann sagen Sie die Wahrheit. Wie kam Elisabeth zu Ihnen? Sagen Sie mir jetzt sofort die Wahrheit. Sie wurde durch die Kraft Gottes zu uns gebracht. Und wie brachte Gott sie Ihnen? Durch die Kraft Gottes. Wie kam Gott in Ihr Haus? Wie brachte Gott sie in Ihr Haus? Sie kamen durch die Kraft Gottes zu uns. Ließ er sie aus dem Haus schweben? Sie wissen, sie sind nicht Gott. Stimmt's? Also so funktioniert das nicht. Also ich werde sie Emmanuel nennen, wenn sie mir Antworten auf meine Fragen geben, die ich für vernünftig erachte. Ich habe ihnen versucht, die ehrliche Wahrheit zu sagen. Nein, haben Sie nicht. Doch, das habe ich, die absolute. Die ehrliche Wahrheit wäre, wenn Sie jetzt, wo es vorbei ist, ein ganzer Mann wären und uns sagen, wo sie in den letzten 9 Monaten untergebracht war und mir keine Geschichten darüber erzählen, wie Leute damals ins gelobte Land kamen und alle umbrachten, außer die Jungfrauen. Ich will so einen Scheiß nicht hören. Das höre ich schon jeden Sonntag, wenn ich in die Kirche gehe. Sie schämen sich doch.
Tief im Innern wissen sie, dass sie was Falsches gemacht haben. Und dafür schämen sie sich. Und darum sagen sie uns nichts. Propheten verbergen ihre Taten nicht. Sie machen sie sogar öffentlich und antworten ehrlich. Wenn Gott ihnen sagte, sie sollen es tun, dann antworten sie jetzt besser. Und übernehmen sie Verantwortung dafür. Aber ich... Alles Schwachsinn. Sie sagen, ich darf die Heilige Schrift nicht zitieren, aber sie beide tun es. Ich sagte, sie lügen uns an. Eine Frage. Schämen sie sich für ihre Taten und erzählen sie es deshalb nicht? Christus? Hey, Christus tat es nicht. Lief Christus vor der Polizei davon? Gab er einen falschen Namen an, als er festgenommen wurde? Sehr oft. Wirklich? Wann gab er denn mal einen falschen Namen an, als er festgenommen wurde? So wie Sie heute. Wann tat er das jemals? Christus hat das nie getan. Er hat sich sogar selber ausgeliefert. Und Sie wollen mir sagen, dass unser Erlöser die Polizei angelogen hat? Hat er nicht. Hat er nie. Niemals. Das hat er nicht. Aber er gab oft seinen Klägern nicht das, was sie wollten. Wie oft wurde Christus wegen Trunkenheit festgenommen? Oder weil er in Häuser einbrach? Nein, aber seine Propheten tranken. Wie oft stieg Christus bei kleinen Mädchen ein und entführte sie gegen ihren Willen? Mitten in der Nacht. Wann führte Christus jemals eine Waffe mit sich? Eine Frage, war Jesus Gott? Laut meiner Religion nicht. Na bitte, er befahl alle Dinge seinem Volk durch die Bibel. Befahl er jemandem, ein kleines Mädchen zu entführen und mit ihm zu haben? Ich glaube nicht, dass das im Neuen Testament irgendwo steht. Ich denke, das ist alles Ihre Sache, Emanuel. Und ich glaube, Sie wollten das einfach tun. Sie wollten eine Jungfrau, Sie wollten mit ihr. Ich weiß, dass Sie mir das vorwerfen. Weil Sie es getan haben. Ich weiß, dass Sie mir das vorwerfen. Denn Sie wollen mich als etwas Böses und Teuflisches darstellen. Und dabei bin ich ein Diener des Herrn. Nein! Und ich habe nur getan, was Gott mir befohlen hat. Wie genau? Durch Jesus. Also schickte Gott Sie in Ihr Haus, um Sie zu entführen? Das Einzige, was ich sage, ist, dass Gott mir befahl, Sie als meine Frau zu akzeptieren. Okay, als er Ihnen befahl, sie zu akzeptieren, was taten Sie dann? Ich akzeptierte sie. Wie akzeptierten Sie sie? Ich empfing sie. Wie haben Sie sie empfangen? Mit dem Bund der Ehe. Okay, und wie kamen Sie zu dem Bund der Ehe? Sie mussten sie doch erstmal in die Lage bringen zu heiraten, richtig? Das geht ja nicht ohne, dass jemand präsent ist. Sie wurde uns gebracht. Wie genau? Wie ihr seht, ist Brian eine harte Nuss für die Ermittler. Er bleibt bei seinem Gott brachte sie uns. Für die Ermittler ist dieses Verhör mit diesem speziellen Menschen also wahrlich kein Picknick. Schaut selbst. Sie sind ein Betrüger. Sie sind ein Heuchler und ein Psychopath. Und das ist Schwachsinn. Sie sind kein Diener des Herrn. Und ihr süffisantes Lächeln können Sie sich sparen. Verstehen Sie? Diener des Herrn. Schwachsinn. Denn wir kennen die Wahrheit. Die Wahrheit ist, sie stiegen in ihr Kinderzimmer ein, mitten in der Nacht, hielten ihr ein Messer an den Hals. Und das ist im Übrigen etwas, was Christus auch nie tat. Plötzlich wissen sie alles, was in der Heiligen Schrift steht, obwohl sie sie angeblich nicht lesen. Ich bin oft genug in die Kirche gegangen, um zu wissen, dass kein Priester jemals erzählt hat. Und dann stieg er nachts um 2 Uhr ins Kinderzimmer ein und entführte sie mit vorgehaltenem Messer. Das ist Schwachsinn! Die meisten Kirchen und Prediger streben nach Macht, Gewinn und Popularität. Und wir kommen wieder vom Thema ab. Prima, schon wieder ein anderes Thema. Jetzt reden Sie von der Kirche und wieder nicht über Elisabeth. Das tun Kirchen aber. Brian, Sie reden Scheiße. Sie reden über sich. Macht und Popularität. Darüber reden wir nicht. Es interessiert mich einen Scheiß, was Kirchen tun. Ich denke, wir haben hier einen Nerv getroffen. Reden wir über die Fleischeslust. Die Begierde des Fleisches sind all die Dinge, von denen Sie sagen, dass sie Ihnen am Herzen liegen, außer Jesus Christus. Ich habe aber kein Verlangen, mit einer 14-jährigen Scheiß zu haben. Mein Herz hat es nicht getan. Ich habe es nie getan. So Leute, die nächsten 30 Sekunden des Verhörs werden sehr, naja, ich sag mal hitzig. Ich lasse es euch einmal mit Originalton laufen, danach spule ich zurück und übersetze es wieder. Das müsst ihr hören. You did. My heart is not, I did not. You did. I did not. Did not. Did not what? Do what you just said. I did not. Did not do what? A 14-year-old virgin to your campsite and you had with her against her will. You were one that showed her how to do it, and then you made her do it. And you had to tie her up at the camp. What you're accusing me of? I'm accusing you. Look at me in the eye. I'm accusing you of being a child molester, rapist. And your accusation is false. Und das hatte ich auch nie. Mein Herz hat es nicht getan. Ich habe es nie getan. Sie taten es. Tat ich nicht. Was taten Sie nicht? Was Sie sagen, tat ich nicht. Was haben Sie nicht getan?
Sie verschleppten eine 14-jährige Jungfrau in ihr Waldcamp und hatten Sex mit ihr gegen ihren Willen. Sie wollten ihr zeigen, wie es geht, und das haben sie auch gemacht. Und dazu haben sie sie gefesselt. Warum beschuldigen Sie mich dessen? Ich beschuldige... Jetzt! Schauen Sie mich an! Gucken Sie mir in die Augen! Ich beschuldige Sie, ein Kind zu sein! Ein Vergewaltiger! Und diese Anschuldigungen stimmen nicht. Schwachsinn! Schwachsinn! Sagen Sie ruhig Schwachsinn, solange Sie wollen. Und raten Sie mal, ich würde mich dafür schämen. In Grund und Boden schämen. Dabei sollte Ihr Herz voll Stolz erfüllt sein. Wissen Sie, wie ich mich schämen würde an Ihrer Stelle? Und dabei werden Sie großen Scham und große Trauer empfinden. Das denke ich nicht. Wissen Sie, was ich fühle? Mitgefühl für Familie Smart. Sie werden verzweifeln. Und eines entführten 14-jährigen Mädchens. Ich habe auch großes Mitgefühl für diese Familie. Dann beweisen Sie es und sagen Sie uns die Wahrheit. Erzählen Sie uns nicht so einen Gottschwachsinn. Ich habe großes Mitgefühl für diese Familie. Schwachsinn! Beweisen Sie! Sagen Sie die Wahrheit! Sagen Sie die Wahrheit! Ich sagte Ihnen die Wahrheit. Brian, Sie haben uns noch gar nichts gesagt. Wenn Sie Mitleid mit dieser Familie haben, dann erklären Sie es uns. Aber ich persönlich denke, Sie reden nur Scheiße. Ja, und was soll ich jetzt tun? Wissen Sie, was ich denke? Sie reden nur Scheiße, Brian. Hören Sie zu! Was sagte Jesus über kleine Kinder? Er sagte, dass es für einen Mann besser sei, sich einen Mühlstein um den Hals zu binden und sich selbst im Meer zu ertränken. Und darum? Als einem Kind ein Haar zu krümmen. Und darum tut es mir auch so leid, alles, was Sie Sharia Yashub angetan haben. Es interessiert uns einen Scheiß, was Sie denken. Was Sie ihr antaten, die Polizei und alle anderen. Habe ich da etwa einen Nerv getroffen? Sie hatten sie doch. Sie verletzten dieses Kind. Sie verstießen gegen die Regeln der Heiligen Schrift. Nein, sie taten das. Wir hatten kein mit ihr. Wir brachten sie zurück zu ihrer Familie. Sie entführten das Mädchen und verletzten es. Sie haben gegen die Heilige Schrift verstoßen. Warum weinte sie dann bei der Polizei? Warum sie weinte? Weil sie verstört war. Sie musste 9 Monate bei ihnen leben. Sie musste es mit ihnen haben. Und ich meine, wie oft konnte sie duschen? Wie grausam ist das alleine schon alles? Was Sie beiden versuchen ist... Die Heilige Schrift selbst sagt, dass Sie gesündigt haben. Nein, was Sie tun ist Sünde. Nein, Sie haben gesündigt. Große Sünde. Ich war nur Gott gehorsam. Sie haben gesündigt. Ich gehorchte Gott, dem Allmächtigen. Sagte Gott Ihnen, dass Sie es mit dir haben sollen? Sie haben gesündigt. Sie legen mir Worte in den Mund. Befahl Gott Ihnen zu haben. Ihre Vorwürfe gegen... Eine einfache Frage, ja oder nein? Sagte Gott Ihnen, Sie sollen es mit ihr haben? Ich sagte doch, Ihre Anschuldigungen sind falsch. Ich beschuldige Sie nicht, ich frage Sie etwas. Ihre Anschuldigungen sind falsch. Es ist eine Frage. Ihre Frage ist falsch. Ist sie das einzige Kind, bei dem Gott Ihnen sagte, Sie sollen es mit ihm haben? Ihre Frage ist unerheblich. Das ist mir egal, ja oder nein? Ich habe nie gesagt, dass Gott mir befahl, so etwas zu tun. Also tat er es auch nicht. Moment, Sie sagten doch eben, dass Gott Ihnen sagte, Sie sollen sie als Frau nehmen. Exakt, das war alles, was ich sagte. Also entschieden Sie selbst, mit ihr zu haben. Ich sagte doch, ich gehorchte nur dem Willen des Herrn. Schauen Sie uns an. Schauen Sie uns an, wenn Sie mit uns reden. Sie empfangen. Warum schließen Sie immer Ihre Augen, wenn Sie mit uns reden? Ich sagte Ihnen, es war Gottes Wille, dass ich Sie empfing. Okay, ich nahm Elisabeth zur Frau. Also befahl Ihnen Gott nicht, mit ihr zu haben, sondern sie als Frau zu empfangen. Genau das sage ich. Also entschieden Sie selbst, mit ihr zu haben. Ihre Behauptung ist falsch. Ich frage Sie nur. Ihre Anschuldigung ist falsch. Also hatten Sie kein mit ihr. Ihre Anschuldigung ist falsch. Was Sie mir vorwerfen, ist nicht wahr. Also hatten Sie keinen Sex mit ihr. In Ihren Worten sind Ihre Anschuldigungen falsch. Sie erzählen Scheiße. Sie können mir nicht einmal in die Augen sehen, wenn Sie mit mir reden. Schauen Sie mir zumindest in die Augen, wie ein Mann, wenn Sie mich anlügen. Aber Sie... Sie schauen mich nicht an. Hatten Sie Scheiße mit Elisabeth, ja oder nein? Erlaubte Gott Ihnen Scheiße mit ihr zu haben, ja oder nein? Sowas nennen Sie Ermittlungen? Gucken Sie mir in die Augen. Und antworten Sie nicht wie Bill Clinton, antworten Sie auf meine Frage. Sie können mir nicht mal in die Augen sehen. Hier oben bin ich. Halten Sie doch mal Augenkontakt, wenn Sie uns antworten. Warum soll ich mich Ihrer Kontrolle unterwerfen? Vielleicht, weil Elisabeth sich 9 Monate Ihrer Kontrolle unterwerfen musste. Warum soll ich mich Ihren Vorwürfen beugen? Warum musste Elisabeth sich Ihrer Kontrolle beugen? In Ihren Augen sehe ich Vorwürfe. Warum sollte sich Elisabeth beugen? Sie verachten mich. Sie spotten und verurteilen mich. Da liegen Sie goldrichtig. Wir verachten Kerle, die
mit 14-jährigen Mädchen haben. Und ich soll in ihre Augen schauen und dort sehe ich ihren Hass, ihre Verachtung, beide von ihnen. Ich sehe es in ihren Augen. Kann nicht sein. Doch, das sehe ich. Dann eine Frage. Warum soll ich mich ihnen unterwerfen und ihnen in die Augen schauen? Warum musste Elisabeth sich ihnen unterwerfen? Warum sollte sie sich ihnen unterwerfen? Sie wollen über Kontrolle reden. Warum kontrollierten sie sie? Warum musste sie ihr Haus verlassen? Ich habe sie niemals kontrolliert. Hatten sie es mit ihr, ja oder nein? Beantworten Sie die Frage. Hatten sie es mit Elisabeth, ja oder nein? Alles, was ich tat, war den Willen des Allmächtigen zu befolgen. Also hatten sie es mit ihr, ja oder nein? Auf Ihre Frage, nein, hatte ich nicht. Sie sagte aber, Sie hatten. Hatte ich nicht. Ihre Frage ist falsch. Hatten Sie nicht? Schauen Sie mir in die Augen. Mache ich doch. Ich schaue Ihnen in die Augen und sage nein. Sie hatten also kein mit ihr? Auf Ihre Frage sage ich nein. Okay, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Brachen Sie am 4. Juni in das Smart House ein, ja oder nein? Schauen Sie mir in die Augen, nicht wieder weggucken. Wenn Sie es abstreiten, ist das okay, wir wollen Ihre Geschichte hören. Aber verschließen Sie nicht wieder Ihre Augen und geben Sie keine Antwort. Gingen Sie ins Smart House, ja oder nein? Ja oder nein, ganz einfach. Schauen Sie mich an, ja oder nein? Für mich ist beides in Ordnung. Haben Sie Ed Smarts Haus am 4. Juni betreten? In der Nacht? Ja oder nein? Mein Name ist Emmanuel, Emmanuel David Isaiah. Machen Sie die Augen auf und schauen Sie mich an. Brachen Sie ins Smart House ein, ja oder nein? Ja oder nein? Das ist eine Ja-Nein-Frage, antworten Sie. Stehen Sie für Ihre Taten als Prophet ein, ja oder nein? Aber Sie respektieren mich nicht als solcher. Nein, tue ich nicht. Das merke ich. Sie können mir beim Lügen nicht einmal in die Augen sehen. Ich habe nie behauptet, ein Prophet Gottes zu sein. Nein, Sie sagten, Sie seien ein Diener des Herrn. Also stiegen Sie als Diener des Herrn in das Smart House ein. Ja oder nein? Und entführten Sie Elisabeth aus ihrem Bett? Ja oder nein? Ja oder nein? Wir wollen eine Antwort auf diese Frage. Dann können wir weitermachen. Na gut. Ein einfaches Ja oder Nein. Danke, Brian, Sie antworten nicht. Wahrheitsgemäße Antworten müssen nämlich nicht vorher durchdacht werden. Und Sie schauen wieder zu Boden und schließen die Augen. Wissen Sie was? Ich habe Ihre Frage längst beantwortet. Das haben Sie nicht, Sie haben noch keine Frage beantwortet. Doch, habe ich. Sie weichen aus und lenken ab. Ich sagte Ihre Frage... Nein, Ihre Augen sind schon wieder geschlossen. Ihre Frage ist eine Anschuldigung. Nein, die Frage ist, brachen Sie am 4. Juni in das Smarts Haus ein? Ihre Frage? Und entführten Elisabeth. Oh, was war das? Ein Schwächeanfall? Okay, okay. Tatsache ist, die beiden Ermittler waren schroff, laut und wirklich eindringlich. Jedoch müssen wir ihnen zugutehalten, dass sie während des Verhörs schon fest davon überzeugt waren, einen 49-jährigen Entführer und Vergewaltiger vor sich zu haben. In diesem Sinne endet das Verhör auch. Und wir kommen zur Verhandlung, die fast 8 Jahre dauerte. Mitchells Anwälte ließen in ihrem Auftrag ein psychologisches Gutachten von einem Mann namens Stephen Golding anfertigen. Er erklärte, dass Mitchell unter Wahnvorstellungen leide. Daher wäre er nicht verhandlungsfähig für ein normales Gericht. Das Gericht sah das allerdings zunächst anders und es kam doch zu einer Verhandlung. 2004 forderte die Staatsanwaltschaft die Verteidigung auf, ihren Antrag zurückzunehmen. Doch diese blieb dabei. Letztendlich stimmte die Richterin Judy Atherton der Verteidigung zu. Sie entschied sich, ihn 2005 anstatt ins Gefängnis in die Utah State Clinic zu schicken. Dort stellten die Ärzte 2008 fest, dass er keine Wahnvorstellungen hat. 2010 wurde er von den Ärzten für verhandlungs- und schuldfähig befunden. Seine Frau bekannte sich derweil schuldig und erhielt 15 Jahre Haft. Mitchells Verteidigung gab die Verbrechen in einem erneuten Verfahren zwar zu, beharrte jedoch weiter auf seine psychische Erkrankung während der Tat. Die Jury erkannte dies jedoch nicht an und so wurde er schlussendlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Danke fürs Zuschauen, wenn euch der Fall gefallen hat, Daumen hoch, wenn euch mein Kanal gefällt,